Kommen Sie mit? Mit dir nach Irland? Jederzeit. Meine Nummer? Warum der Quatsch? Ich hatte gerade ein Vorstellungsgespräch um die Ecke. Haben mir abgesagt. Dann lass die Mappe doch einfach mal hier. Man kann ja nie wissen, oder? Was wird denn hier gefeiert? Lukas neue Stelle als Stallmeister bei uns. Stell dir mal vor, die Stelle war jetzt plötzlich doch frei. Und du versteckst uns ausgerechnet hier, wo sowas einfach so rumsteht? Aber er konnte davon trotzdem was verschluckt haben. Das wäre nie passiert, wenn wir uns nicht gestritten hätten. Nur weil wir unsere Lebensentwürfe nicht auf die Reihe kriegen, muss Max sie drunter leiden. Max ist durch das Asthma geschwächt. Die Vergiftung hat ihm sehr zugesetzt. Niemand kann sagen, ob er die nächsten Stunden überstehen wird. Wenn Maxi jetzt stirbt, dann ist das ganz allein deine Schuld. Wenn du nicht wärst, dann wären wir doch schon längst an der Nordsee. Jessie, es ist doch wahr. Seit Wochen höre ich mir dieses Geschwafel an über Familie, das so schlimm auf dieser Insel war. Es ist ja kein Wunder, dass man da nicht aus seinem Sohn guckt. Und wir haben beide nicht aufgepasst. Und wer ist schuld daran? Jessie. Ricky, ich rede davon, dass mein Sohn jetzt nicht da drin um sein Leben kämpfen müsste, wenn er sich endlich überschiebt. Jessie, lass gut sein, es reicht. Ich muss zu ihm. Das geht jetzt nicht. Versprichst du mir das? Versprichst du mir, dass Maxi überlebt? Unter irgendwelchen Waschbecken gehangen. Dass ich da alles aus den U-Rohren rausgeholt habe. Ja, ich will noch essen. Tut mir leid. Wie war's auf Königsbrunn? Okay. Sag mal, Jungs, wo ist mein Miffon? Mein Lieblingskäse. Ich fasse das Stinkezeugs nicht an. Komm, der in dem Wachspapier. Ich glaube, den habe ich gestern auf die Pizza gehauen. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Sag mal, weißt du eigentlich, wie teuer der ist? Ich meine, für die Pizza kannst du echt deinen Billo-Käse nehmen. Tut mir leid. Ja, ist auch egal. Sache, die Jungs kicken heute nicht so einen Käse. Sonst steigen wir gleich auch noch ab in die dritte Liga. Der ist hin. Nein, bitte nicht. Bitte nicht auf der Fernseher. Glaubst du mir, ich kenne dieses Geräusch. Der war auch nicht mehr der Jüngste. So, ja, ist schon richtig geil, aber die kosten richtig Asche. Oh Mann, das ist ein verdammter Mist! Jetzt alle. Bitte. Danke. Wir bleiben bei mir. Aber immer doch, Lukas. Oh, Frau Linse, meine Lieblingsköchin. Bitte. Vielen Dank. Tja, schön, dass ihr alle zusammengekommen seid, um mit mir anzustoßen. Prost. Stimmt irgendwas nicht? Die Rede? Was für eine Rede? Du bist doch sonst nicht auf den Mund gefallen. Alle Kollegen werden angehalten, zu Beginn eine kleine Rede zu halten. Gut. Also, ich bin wirklich glücklich, dass ich hier als Stallmeister anfangen kann. Das gefällt mir hier alles ganz, ganz gut. Ja? Die Ställe, die Pferde, die Kollegen und die Kolleginnen. Ja, ich bin in den letzten Jahren viel herumgekommen. Es lief doch mal so und mal so, aber eins ist mir in dieser Zeit wirklich klar geworden. Da, wo das Herz sich wohlfühlt, da ist man zu Hause. In diesem Sinne auf unsere Herzen. Ja. Prost. Prost. Zum Wohl. Zum Wohl. Willkommen. Ja. Ja. Dann bin ich aber froh, dass das mit deinem Kollegen doch noch geklappt hat. Wofür? Ja. Na ja, ist ja mich selbst. Ich glaube, Bicky auch. Wirklich? Ja, klar. Doch, ich finde schon. Das finde ich schon.
man help me play my role. Come and help me play my role. If my role is to cling to. Er packt das. Maxi ist stark. Er muss das packen. Sagen Sie, dass er nur entschieden hätte. Ich bin genauso schuld daran, dass er diesen Pilz gegessen hat. Ich habe genauso wenig aufgepasst. Wenn Hagen nicht wäre, dann wären wir jetzt schon längst an der Nordsee. Da wäre diese ganze Scheiße nicht passiert. Vater! Nein. Nein. Es ist gut. Allein wirst du es schaffen. Da ich offensichtlich doch nicht der Mann bin, für den Vater mich gehalten hat, fühlt sich's an, als wäre sein Tod umsonst gewesen. Ich trage die Verantwortung. Für die Bestechung, ja. Aber nicht für den Tod deines Vaters. Das war seine Entscheidung. Und ich triff keine Schuld. Oh, du bist mein Erbe. Du bist mein Erstgeborener. Geh zurück. Und führ die Familie zusammen. Versprich es mir. Es geht nicht um Macht. Warum dann? Um ein Versprechen, das du deinem toten Vater gegeben hast. Ich weiß einfach nicht, wie lange ich das noch durchhalten soll. Nicht mehr lange. Das verspreche ich dir. Dann kaufe ich mir mal einmal einen guten Käse. Einmal erlaube ich mir das, ja? Und dann geht auch noch der Fernseher kaputt, wie zur Strafe. Ich meine, wir schuften und schuften und es kommt nichts bei rum. Bella, du bist auch zu streng mit dir. Andi und du, ihr habt schon eine ganze Menge erreicht. Was denn bitte? Schulden? Ja, die auch irgendwann abgebaut sein werden. Ja, aber wann? Ich meine, wir arbeiten uns fast krumm und es kommt nichts bei rum. Vielleicht in 10 Jahren mal. Aber ganz ehrlich, bis dahin haben wir keinen Urlaub, keine Extras. Also ich habe mir mein Leben einfach anders vorgestellt. Vielleicht hat sich eine Lötstelle gelöst. Aber mit Elektronik kenne ich mich nicht aus. Ich aber. Lass es sein, das Teil ist tot. Bella kriegt voll die Krise. Aber jetzt gerade können wir uns kein neues Gerät leisten. Wieso? Wenn die WG zusammenlegt? Olli ist in Afrika. Außerdem hat er schon den letzten Fernseher geholt. Da bleiben also nur noch du und ich. Na, dann machen wir 50-50. Nee, das ist gerade echt nicht drin. Vielleicht doch. Guck hier. 40% Rabatt, Ratenzahlung ohne Zinsen mit Full HD und 3D. Und das zu einem richtig geilen Preis. Es gibt nur eine Möglichkeit. Wir müssen einfach jeden Cent mehrfach umdrehen, bevor wir ihn ausgeben. Sein Zustand ist unverändert kritisch. Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten. Wie sind denn seine Chancen? Es wird eine harte Nacht. Aber wenn er die geschafft hat, dann hat er es überstanden. Können wir zu ihm? Nein, das Risiko wäre zu groß. Aber er muss doch wissen, dass wir bei ihm sind. Das weiß er, glaub mir. Ich sag's ihm die ganze Zeit. Natürlich wäre es für Max gut, euch zu sehen. Aber sein Körper ist zu schwach. Er braucht seine ganze Kraft, um mit dem Gift und den Medikamenten fertig zu werden. Eine weitere Belastung. Ein weiterer Keim. Schon gut, dass du bei ihm bist. Die Kollegen und ich, wir tun, was wir können.
Die nächsten Stunden werden entscheidend. Schwer für so ein Schnäppchen. Ja, das ist ja auch voll mit Technik, das muss schwer sein. Das ist Full HD, da siehst du jeden einzelnen Grashalm im Fußballspiel. Das ist den Preis. Warte mal, ich hab einen Krampf. Ah. Mann, komm, ich hab gestern beim Sport irgendwas verdreht. Werner wird sich schon darüber freuen, ne? Ja, klar. Ich meine, Kino ausgehen, das war lange nicht mehr drin. Wir haben jeden Cent gespart. Der Fernseher ist alles, was wir noch haben. Das Teil finanziert sich schon von alleine. Ja, und du hast doch gesehen, wie fertig Bella war. Es kommt auf die kleinen Dinge drauf an, glaub mir. Damit machst du ihr eine Freude. Komm. Kannst du wieder oder muss ich einen Notarzt rufen? Danke, dass du mich informiert hast. Und melde dich bitte, wenn es Neuigkeiten gibt. Ja, oder wenn du irgendwas brauchst. Ja, gut. Tschüss. Das war Hagen. Maximilians Zustand hat sich verschlechtert. Ist irgendwas mit dem Kleinen? Er liegt im Krankenhaus mit einer Pilzvergiftung und es ist gar nicht klar, ob er durchkommt. Und das Gift hat seine Nieren angegriffen. Und Maxis Konstitution ist ja sowieso schon geschwächt durch das Asthma. Wie ist das denn passiert? Hagen hat Dana und den Kleinen in unsere Hütte im Wald gebracht, um sie vor dem Presserummel zu schützen. Und da hat irgendjemand Pilze getrocknet und vergessen. Und wie kleine Kinder sind, sie stecken alles in den Mund. Ihr könnt euch vorstellen, Hagen macht sich sehr große Vorwürfe. Wer trocknet denn giftige Pilze? Mir würde da spontan jemand einfallen. Gekocht sind diese Pilze wohl ungefährlich. Das ist echt schrecklich. Er hatte versucht, Hagen seinen Sohn in Sicherheit zu bringen und stattdessen... Maxi ist ein Kämpfer. Können wir denn irgendwas für die tun? Nein. Hagen wird sich melden, wenn es Neuigkeiten gibt. Ich entschuldige mich. Ihr habt einen Termin. Also ich finde es wunderbar, dass Sie jetzt hier anfangen. Ja, endlich ein Mann, der die richtige Musik hat und auch dazu tanzt. Oh, wenn ich jetzt aber tanze, dann müsst ihr alle mittanzen, ja? Kein Problem. Of our blind horses' hides, we have 4 million barrels of bones. We have 5 million hogs, 6 million ducks, 7 million barrels of parts. Tag der Abrechnung. Oh. Komm, Thomas, das ist jetzt hier nicht der richtige Ort. Oh doch, jetzt wird genagelt, wie früher. Ja, aber du kannst es noch. Du willst es wissen, was? Er verliert halt den nächsten Kasten. Du, das hatte ich sowieso vor. Umso besser. Wie immer. 10 Nägel für jeden. Wer wenigstens Schläge braucht, gewinnt. Vorsicht, Stufe. Ja. Zieh einmal ums Eck. Okay. Ich verstehe sowieso nicht, warum wir dieses Scheißteil unbedingt hier oben lagern müssen. Naja, ich stelle ihn irgendwann ins Netz und ein Bastler kauft ihn mir schon ab. Ich glaube nicht, dass du dafür noch Geld kriegst. Was war das? Ratten? Nee, oder? Kann schon sein. Vor ein paar Jahren hatten wir schon mal welche. Vielleicht sind die zurückgekommen. Ach, ihr seid das. Ich dachte schon, wir haben Ratten auf dem Dachboden. Ständig höre ich irgendwelche komischen Geräusche. Und? Was macht ihr hier? Wir haben nur den alten Fernseher hochgebracht. Mit den Ratten könntest du übrigens recht haben. Wir haben gerade auch was gehört. Ach, irgendwas müssen wir unternehmen. Wie wär's mit Verwaltung informieren? Ach, das kannst du vergessen. Seit die Berg verschwunden ist, machen die keinen Finger mehr krumm. Ich kann nicht verstehen, warum die dieses Haus gekauft hat. Ja. Gibt's denn schon irgendeine Spur? Und was ist mit der Glotze? Ist die kaputt? Ja, aber wir haben 9. Full HD. Heute Abend zum Spiel wird er eingeweiht. Wenn du willst, komm vorbei. Du musst nur ein paar Liter bringen. Keine schlechte Idee. Und ab morgen kümmern wir uns um die scheiß Ratten, ja?
kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Hey, du bist ja schon da. Was ist das? Das sollte eine Überraschung werden. Wo habt ihr den her? Aus dem Kaufhaus. War ein Sonderangebot. 3D und Full HD. Sag mal, bist du verrückt? Hey, ich dachte, du freust dich. Nein, tu ich nicht. Du kannst doch nicht einfach unser Geld zum Fenster rausschmeißen. Aber du hast doch gesagt, dass du gerne gemütlich das Spiel gucken willst. Da dachte ich... Wir dachten, das wäre eine super Investition. Und das zu einem Hammerpreis. Ja, und Sascha übernimmt sogar die Hälfte. Mhm. Das Bild ist so gestochen scharf, du kannst jeden Grashalm erkennen. Das Teil ist echt der Hammer. Wir können uns keinen Fernseher leisten, auch keinen halben. Ja, aber das Gerät, das zahlt sich doch praktisch von selbst so oft, wie wir zu Hause bleiben. Nein. Ratenzahlung, 20 Euro mehr im Monat. Oh, Raten, mal ein anderes Wort für noch mehr Schulden. Ah, da ist ja das gute Stück. Kann losgehen, Jungs. Oh. Habe ich was Falsches gesagt? Hm. 25? 26? 27? 28? 29? 30? 31. 32. Oh. Du hattest einfach nur Glück. Ja. Ich habe die letzten 3 Schläge auch gar nicht gezielt. Ja. So ein alter Pfadfinder-Trick. Weißt du noch, Otti? Unseren alten Gildenführer. Ja, der hatte immer Dusel. Egal, was wir gespielt haben. Ob Poker, Dart oder eben Nagel. Der hat immer gewonnen. Immer. Wir waren so sauer auf den. Weißt du doch, wir haben ihm mal nachts die Fußnägel rot angemalt, als er geschlafen hat. Als du Frischling warst, musstest du aber auch einiges einstecken. Weißt du das, ne? Ja. Da haben wir ihn auf dem Plumpsklo eingesperrt. In der Mittagszeit. Als die Sonne so richtig schön raufgebraten hat. Boah, was hat er geschrien hat und gezetert hat, der arme Lukas. Papa, das ist nicht witzig. Das ist fies. Das ist gemein. Ach komm, da mussten halt alle durch und ich hab's ja überlebt. Na ja, wir waren doch noch ganz jung damals. Ja. Ja. Lukas. Hagen, ich hab dich schon gesucht. Ist Max? Er lebt. Er kämpft. Unverändert. Es ist meine Schuld, dich... Nicht. Wie geht's, Jessica? Warum ruhst du dich nicht ein wenig aus? Du ruhst dich doch auch nicht aus. Ich mache hier meinen Job. Ich auch. Ich bin seine Mutter. Was haben wir gemacht? Nichts. Nichts? Wir haben Dana einen Haufen falscher Journalisten auf den Hals gehetzt, damit sie Hagen dazu bringt, mit ihr und dem Kleinen wegzuziehen. Selbst wenn er uns in die asiatische Wüste schicken will. Hier geht's um das Leben eines Kindes. Wir sind nicht schuld daran, dass das Kind diese Pilze gegessen hat. Wir haben ihn unter Druck gesetzt. Aber wir haben niemanden vergiftet. Wer sagt überhaupt, dass Hagen der Presse wegen in die Waldhütte gefahren ist? Es gibt 1000 Gründe, warum ein junges Paar in eine Waldhütte fahren kann. Jetzt hör doch endlich auf, dir einen vorzumachen! Ja, wenn du aufhörst, dich im Staub zu wälzen. Was Jessica gesagt hat... Sie hat es nicht so gemeint. Doch. Sie hat es genauso gemeint und sie hat recht.
Du hast recht. Die Situation in der Familie, meiner Familie, meine Aufgabe als Familienoberhaupt, das... Ich habe euch allen viel zu viel abverlangt. Ich habe diese Situation mit meinem Verhalten darauf beschworen. Du solltest ausgeruht sein, wenn Max dich morgen früh braucht. Ich kann mich dann schlafen legen. Wir finden hier bestimmt noch ein freies Bett, in das du dich legen kannst. Ich kann nicht. Ihr hättet eben besser aufpassen müssen. Wer lässt schon ein kleines Kind mit giftigen Pilzen spielen? Das wäre alles nie passiert, wenn... Ach, jetzt hör doch auf. Sebastian, wir sind nicht schuld. Betrachte es als bittere Ironie, dass dieser Vorfall uns zum Ziel führt. Wenn der Junge überlebt, wovon ich ganz fest ausgehe. Selbst dann wird Hagen die Konsequenzen ziehen und das Feld räumen, weil er einfach einsieht, dass es so nicht weitergeht. Wir müssen eine Lösung finden. Ich muss eine Lösung finden. Lass uns später darüber reden. Jetzt zum Wichtigsten, dass Maxi die Nacht übersteht. Ja. Aber du hast recht. So wie es bisher war, geht's nicht weiter. Oh Mann, das B war echt gähnend langweilig. 0-0. Die Pille einfach nicht reingekriegt. Aber dafür ist der neue Fernseher gestochen scharf. Du kannst jedes Haar des Schiris in der Nase sehen. Na, dann hat sich's ja gelohnt. Ach komm schon, Schatz, was ist los? Sollen wir jetzt die nächsten 12 Jahre ohne Fernseher leben? Willst du das? Ich will, dass man einfach mal nachdenkt, bevor man Geld raushaut. Das heißt also, wir sollen jetzt nur noch arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ja, manchmal ist das eben so. Das ist aber nicht gesund. Man muss sich auch mal zwischendurch entspannen. Ich kann mich aber nicht entspannen, wenn ich weiß, dass wir immer tiefer in die Schulden stürzen. Wir reden hier von 20 Euro mehr im Monat. Es geht um die Einstellung. Ob wir jetzt oder in 12 Jahren schuldenfrei sind, ist doch egal. Dir ist es vielleicht egal, aber mir nicht. Gut, mir nämlich auch nicht. Schön. Weißt du, ich möchte noch was anfangen mit meinem Leben. Ich möchte diese Weiterbildung machen. Ich will was von der Welt sehen, eine Familie gründen. Ach so, darum geht's. Falls du dich erinnerst, ich wollte ein Kind, du nicht. Ja, das weiß ich doch jetzt noch nicht. Vielleicht möchte ich mal eins. Und dann möchte ich ihm einfach mehr bieten können als einen Haufen Schulden und einen Fernseher. Ja, auch wenn ich dafür jetzt auf vieles verzichten muss. Ja, ich bin Lukas. Doch, ich finde schon. Jetzt kommt mal mit. So, die Tanzfläche ist viel zu leer. Madame, darf ich bitten? Ja, natürlich. Vicky? Entschuldigung, ich habe gerade Elisabeth getroffen. Die hat morgen Koordinationstermin mit den neuen Floristen und die kann den nicht wahrnehmen. Könntest du hingehen? Ja, sicher. Cool, Ort und Zeit stehen in der Küchenkalender. Ja, okay. Cool, ich will euch auch gar nicht länger stören. Papa, was ist los? Ich muss morgen früh raus. Ja, ich auch, aber ist doch total nett hier. Ja, sehr nett. Ich bin müde. Mach's gut, meine Große. Das ist ein Traum, ihr Lieben. Max hat die Nacht gut überstanden. Er hat gekämpft, seine Niere hat mitgespielt und sein Zustand ist jetzt stabil. Also, das heißt über den Berg?
Ja. Ich auch. Jetzt will ich aber zu ihm. Oder gibt's noch irgendwelche Bedenken? Nein, keine. Aber nur kurze. Er muss sich noch ausruhen. Das wird ein anstrengender Tag heute. Na, ist wohl doch ein bisschen später geworden gestern, was? Ja, ein bisschen sehr spät. Es war so lustig, irgendwie wollte keiner nach Hause gehen. Was war denn mit dir eigentlich los? Wieso? Man darf doch wohl noch mal müde sein, oder? Ja, schon, aber du bist so früh verschwunden. Und du bist doch sonst eigentlich ein geselliger Typ. Was soll das denn heißen? Kann es sein, dass du ein Problem damit hast, dass Lukas Böttcher jetzt am Gestüt arbeitet? Und dass er sich gut mit Bibi versteht? Quatsch. Was soll denn der Unsinn? Ich muss arbeiten. Im Gegensatz zu so manchem Kollegen weiß ich, wann man abends ins Bett geht, wenn man morgens arbeiten muss. Das Luschen hier. Was dich und deine Familie gesagt habe. Schon gut. Es wird Zeit, dass ich eine Entscheidung treffe. Ich habe meine Belange über alles gestellt. Das geht nicht. Maximilians Gesundheit geht immer vor. Und was heißt das jetzt? Er gehört so schnell wie möglich an die Nordsee. Oh. Dana, weißt du, wie glücklich du mich machst? Versteh mich bitte nicht falsch. Ich komme nicht mit. Zurück. Brauchst du nicht. Ich habe gestern überreagiert. Nein, hast du nicht. Wir müssen an unsere Zukunft denken. Also zahlen wir die Schulden so schnell wie möglich ab, damit du deine Weiterbildung machen kannst. Und wir eine Familie planen können. Irgendwann. Nein, ganz bald. Ich will nur, dass du glücklich bist. Ich weiß. Ich muss mich fertig machen. Du hast dich gegen uns entschieden? Nein. Ich werde nur erstmal nicht mitkommen. Du hast dich gegen uns entschieden. Du weißt, was ich meinem Vater für ein Versprechen gegeben habe. Dein Vater ist tot, dein Sohn nicht. Zum Glück. Gib mir etwas Zeit, die Wogen in der Familie zu glätten, und dann komme ich nach. Die Wogen glätten? Wann soll das denn sein? In ein paar Wochen. Und was ist dann mit deinen Pflichten und mit deiner Familie? Die kann ich auch von dort aus erfüllen. Wenn Ansgar und Sebastian erstmal in Asien sind, dann kehrt Ruhe ein. Mann, das glaubst du doch alles selber nicht. Die ganzen Streitereien und Machtkämpfe, die werden nie ein Ende haben. Ich respektiere deine Entscheidung, aber hör bitte auf, uns allen hier was vorzumachen. Sie Frau Schumann gesehen? Bedauere, nein. Ich habe schon versucht, Sie auf dem Handy zu erreichen, aber nix. Aber von dem Termin mit dem Floristen, das weiß ich. Ja, es wurde ja ausgerichtet, ich war dabei. Heute Nachmittag ist nämlich die Stiftungsversammlung, da muss ich einen guten Eindruck machen. Ja, sicherlich hat Frau Schumann alles geregelt. Ich habe Frau Schumann vorhin gerade getroffen, sie war unterwegs, wollte Besorgung machen. Wo war Ihr Laden nochmal? In der Mommsenstraße. Genau, da wollte sie hin.
Oh, na, das ist doch wunderbar. Ja, danke. Na, ja. Bis später. Wo ist der Lalo? Wie heißt der? Hast du sie überhaupt nicht getroffen? Vermutlich schläft sie noch. Ne? Die Adresse. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Zack, zack. Hier. Helfen? Wie geht's Maximilian? Besser. Er kommt durch. Das ist gut. Wie geht's jetzt weiter? Mein Sohn wird zusammen mit Jessica und Dana schnellstmöglichst an die Küste ziehen. Was ist mit dir? Ich bleib hier. Und versuchst nach wie vor, uns nach Asien abzuschieben. Wenn du es so bezeichnen willst. Was ist denn, wenn dein Bruder und ich uns das nicht gefallen lassen? Was wollt ihr tun? Kündigen zum Beispiel. Oh. Gemeinsam was Neues aufziehen? Ja, wie wär's mit einer alternativen Lahnstein-Modelinie? Hm. Wenn Tanja dabei ist. Die wechselt bestimmt gern die Seiten. Ja, und nicht nur sie. Naja, und du schaffst das doch alles hier offensichtlich ganz gut ohne uns. Ist das eine Drohung oder sowas? Wenn du es so bezeichnen möchtest. Sieh es einfach als gut gemeinten Ratschlag. Der Erfolg einer Firma steht und fällt nun mal mit deren Führungskräften. Und wenn wir jetzt alle weggehen, dann läuft hier so gar nichts mehr. Weißt du, wir spielen dieses Spielchen schon ein paar Jahre länger als du. Du bist neu im Sandkasten und willst uns die Schäufelchen wegnehmen. Und wenn ihr beiden nicht aufpasst, dann zerstöre ich euch eure Sandburgen. Viel Glück mit den Ratten. Auf Königsbrunn bist du auch nicht in besserer Gesellschaft. Wir sehen uns am Hafen. Ja. Andi, bitte bring den Fernseher wirklich nicht zurück. Ich meine, du hast recht, das ist alles deprimierend genug. Und ab und zu mal Fußball gucken oder ein paar Filme, das tut gut. Und es geht ja auch nicht nur um mich, ich meine, es ist die ganze WG. Okay. Bis später. Mhm. Ciao, Bella. Ihr habt euch wieder versöhnt. Das freut mich. Ja, also, sie ist unglücklich und zeigt das nicht so. Und wenn sie unglücklich ist, bin ich es auch. Hast du das Rattengift besorgt? Ja. Jetzt geht's den kleinen Scheißerchen so richtig an den Kragen. So, Auftrag erledigt. Der Blumenschmuck wird pünktlich geliefert. Ach, wunderbar. Jetzt hast du deine Tasse Kaffee aber redlich verdient. Mhm. Welche Blumen hast du ausgesucht? Ja, wie du gesagt hast. Gladiolen, Gerbera, Nelken. Nelken? Keine Nelken. Die Gräfin hasst Nelken. Oh. Das hast du aber nicht gesagt. Ach, das ist doch Allgemeinbildung. Ja? Na ja, gut. Ein paar Nelken sind ja nicht schlimm. Milch oder Zucker? Spaß. Entschuldigung, es ist eigentlich nicht meine Art, gleich am ersten Tag zu spät zu kommen. Ja, ja. Ich habe den Wecker nicht gehört. Nee, mein ist perfekt. Ja. Gräfin, wegen des Floristen. Ja, wegen der Auswahl, die Sie getroffen haben. Ja, ein bisschen rustikal vielleicht. Ich mag keine Nelken, aber das ist Ihnen wahrscheinlich noch gar nicht aufgefallen. Übrigens, nach Ihrem Treffen mit dem Floristen hat er mir noch mal eine Auftragsbestätigung per Mail geschickt. Also, es ist alles in bester Ordnung. Danke.
Tja, machen wir uns nichts vor. So lange Nächte steckt man nicht mehr so leicht weg wie früher. Danke. Und du dagegen siehst aus wie das blühende Leben. Mhm. Ist einfach recht mit deiner Entscheidung, rechtzeitig das Fest zu verlassen. Morgen. Also, Vormittag. Tut mir schrecklich leid. Ich habe verschlafen. Ja, da bist du nicht ganz allein. Oh Gott, dieser Auftrag mit dem Floristen, den habe ich vollkommen verschwitzt. Aber irgendjemand hat das für mich erledigt. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Ich wäre es gerne gewesen, aber leider bin ich noch nicht lang genug auf den Beinen. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, Nelken auszusuchen. Ach, du warst das? Danke, Thomas. Du hast mich gerettet. Das habe ich gern gemacht. Vater. Als du auf der Insel gestorben bist, damit ich leben kann, hast du eine große Last auf meine Schulter gelegt. Du wolltest immer, dass ich in deine Fußstapfen trete. Meine Verantwortung als Erstgeborener übernehme. Obwohl ich genau das nie wollte. Um deinen letzten Willen zu erfüllen, habe ich mich trotzdem dazu durchgerungen, dein Erbe anzutreten. Inzwischen geht es auch nicht mehr nur darum, was du von mir verlangst. Ich trage jetzt auch die Verantwortung für meine neue Familie, für Dana, für meinen Sohn. Ich muss daran denken, was für sie am besten ist. Und deshalb treffe ich jetzt eine Entscheidung. Mist, keine Spur. Ist doch gut, dann kommen wir noch nicht zu spät. Ich habe mit Charlie gesprochen. Sie macht sich ein bisschen Sorgen um Bella. Eure Schulden belasten sie sehr. Ja. Ich meine, ich kann das auch verstehen, nur ich blende das halt mehr aus. Ich denke mir, das haut schon irgendwie hin. Mach mir nicht so einen Kopf. Ja, kenne ich. Aber ich glaube, Frauen funktionieren da ein bisschen anders, weißt du? So. Nestbau, Absicherung sind schon zentrale Themen. Hey, ich will mir auch ein Nest bauen. Und ich will Bella auch absichern. Ich würde alles tun, damit sie... Vielleicht soll ich einfach eine Bank überfallen. Das lassen wir lieber sein, Fritzchen. Hey, war nur ein Scherz, Herr Kommissar. Ich habe den Giftköder vergessen. Ich bin gleich wieder da. Hat er sich sehr anders überlegt. Vielleicht setzt er uns auch die Asienverträge vor. Hallo zusammen. Der, falls Hagen dich herbestellt hat, der ist nicht hier. Sind Sie in Ungnade gefallen und werden jetzt auch nach Asien verschifft? Dein Bruder hat mir nicht gesagt, worum es geht. Weißt du, Dabsch? Keine Ahnung. Ich kann nur hoffen, dass Maximilians Zustand sich nicht wieder verschlechtert hat. Ich habe gerade mit Jessica geredet. Dem Kleinen geht's wieder gut.
Ist das hier ein Familienrat? Ich denke mal, Hagen hat irgendwas zu verkünden. Gut, ihr seid alle da. Tristan konnte ich leider nicht erreichen. Ich mach's kurz. Ich trete von meinem Amt als Familienoberhaupt zurück. Nein. Ich werde gemeinsam mit meiner Familie, meinem Sohn, an die Nordsee gehen. Aber deshalb musst du doch nicht mehr. Du kannst doch auch von dort aus den... Der ständige Kampf um die Macht in dieser Familie. Ich will das nicht mehr. Macht euch meinetwegen gegenseitig das Leben zur Hölle, aber ohne mich. Vater Siegering. Schlagt euch drum. Was machen Sie hier? Und warum reden Sie nicht? Hilf mir. Sie werden von der Polizei gesucht. Andi. Hier. Nein, bitte. Verrat mich nicht. Ich hab Geld. Ich kann nicht bezahlen. Du bist deine Schulden auf einen Schlag los, wenn du mir hilfst. Das ist kein Witz. Ich hab Geld. Du weißt, wer mein Vater war. Hier. Hier als Anzahlung. Denk doch mal an deine Freundin. Die will sich doch auch mal was gönnen. Ich helfe euch, wenn du mir hilfst.